Hallo, liebe Campingfreunde. Wir sind immer noch auf dem Caravansalon in Bern, in Zürich. Und jetzt sind wir auf dem Bürstner Stand. Und hier habe ich den Nexovan T569. Ganz interessantes Fahrzeug, weil wir haben hier eine Länge von 5,99 nur und eine Breite von 2,20 Meter. Ganz, ganz interessantes Fahrzeug. Ist ein teilintegrierter. Ja, das Fahrzeug steht auf 16 Zoll Alufelgen. Und wenn man hier die Tür so ein bisschen zumacht, sieht man, es wird kaum breiter, das Fahrzeug. Sehr kompakt. Natürlich ideal in Italien durch die Gassen zu fahren. Ja, und jetzt können wir sogar reingehen. Oh ja, hier kann man sich wohlfühlen. Ich gehe mal auf diese Seite rüber, dass ihr das mal so ein bisschen seht. Tolles Fahrzeug, tolles Raumgefühl. Boah. Auch wenn das Fahrzeug relativ schmal ist, man hat hier richtig viel Platz. Setze ich mal in die Sitzgruppe und hier fällt man richtig rein. Ganz weiche Sitze mit so ein bisschen Gardinen davor. Vorne mit dem Skyroof, das ist sogar offen. Da ist jetzt noch eine Messeleuchte drinnen, das kann man natürlich verdunkeln und natürlich mit einem Fliegengitter zu machen. Sieht die Polsterung mit diesem Active-Logo drauf. Ja, sehr schön. Hier vorne das Fahrzeug. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Das Fahrzeug ist auf Zitrönenbasis und hat da noch ein Radio eingebaut mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Ja, hier oben haben wir noch eine Ablage rundum. Und dann kommen wir mal zu den Oberschränken. Und ich sehe, hier gibt es so Kabeldurchführungen noch, wie bei einem Schreibtisch. Ja, wahrscheinlich verbergen sich dahinter Anschlussmöglichkeiten. Ja, wer das weiß, kann es mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Wir haben hier hinter einen angedeuteten Fernseher. Moment. Jetzt wird es entriegelt, kann man den Fernseher vorziehen und so verschwindet er wieder. Ja, wir haben vorne Skyroof, hier haben wir ein kleines Heki. Dann haben wir hier die Bedienpaneele, die Troma Heizung und hier das klassische Bedienpanel von Bürstner, Abwassertank, Fahrzeugbatterie, Aufbaubatterie, Frischwassertank. Das war's. Ganz einfach. Und kommen wir zum Küchenblock. Hier haben wir die typische Spaghetti-Küche. Dann haben wir hier den Kühlschrank. Das ist ein Absorberkühlschrank, läuft auf 230 Volt, 12 Volt oder Gas. Also das Fahrzeug ist damit sehr autark, dadurch, dass es auf Gas effektiv wenig verbraucht, denn ja, hier unter haben wir die Absperrhähne, Besteckauszug und hier ist einfach eine Klappe. So, oben haben wir zwei Oberschränke. Ja, das bietet ordentlich Platz. Guck mal, Tassen passen rein, Teller sehr, sehr tief, große Teller passen da rein, sehr schön. Und hier haben wir noch einen Kleiderschrank. Schaut mal, bietet schön viel Platz. Und ich könnte wetten, hier unter kann man Kleider reinhängen. Nee, das sind auch Fächer. Ja. Ich denke, das ist der Kleiderschrank, wo man hängen kann. Genau. Das ist für mich interessant. Da würde ich meine T-Shirts aufhängen. Die mag ich nicht so gerne zusammenlegen. Ja, dahinter verbirgt sich auch eine 230 Volt Steckdose im Schweizer Format. Ja, oben zwei USB-Steckdosen hinten in der Ecke. Dann haben wir hier nochmal zwei Schränke. Und da vorne ein riesen Regal, was so ein bisschen gegen Herausfallen gesichert ist. So, das ist ein Bett, da muss man sich lieb haben. Ich sage euch jetzt warum, weil wir haben hier
eine Breite von, na gut, 1,35, ist wie im Kastenwagen ähnlich. Im Fußbereich, da sind es dann, ja, 1,10 Meter. Und die Länge bis zum Kopfspiegel 2 Meter. Sehr gut. Sehr gut, weil man hat hier drinnen auch eine sehr schöne Stehhöhe, wie ihr seht. Ich bin 1,80 Meter. Und jetzt kommen wir zum Interessanten. Das sieht nämlich riesig aus, das Bad. Das Fahrzeug ist ja gar nicht so breit, aber wir haben hier eine echt, echt super Dusche drinne. Richtig, richtig schön. Ich kann mich richtig gut bewegen. Und dann hat man hier so einen kleinen, ja, Duschvorhang, kann man es ja nennen. Aber eine kleine Abtrennung, damit man den Spiegel nicht immer putzen muss nach dem Duschen. Finde ich sehr praktisch und eine sehr einfache Lösung. Hat man hier ein kleines Waschbecken, wie ihr seht. Das kann man zur Seite wegklappen, damit man auf Toilette sich setzen kann. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Badutensilien unterzubringen. Und ich denke mal, in dem Spiegel ist auch noch mal was. Oder auch nicht. Nein. Ja, wenn einer das weiß, ob man das da aufkriegt, schreibt mir in die Kommentare. Ah, sehr, sehr schönes Bad. Gefällt mir richtig gut. Ja, jetzt schauen wir mal unterm Bett, ob es da noch Verstaumöglichkeiten gibt. Ja. Hier seht ihr, hier kommt man an die Heckgarage ran. Also man kann es von hier oben laden oder auch von draußen laden. Und daneben seht ihr gleich den Frischwassertank. Sehr schönes Fahrzeug. Ja, jetzt gucken wir mal nach draußen, wie es da aussieht. Wir haben noch nichts zum Preis gesagt, ne? Das Fahrzeug hat hier einen Gesamtpreis von 82.500 € Schweizer Franken. Kann man 1:1 in Euro umrechnen, also müsst ihr nicht einen Taschenrechner rausholen. Ja, mit der Ausstattung. Hier ist Aufpreis noch für den 165 PS Motor, Markise. Ein Zusatzpolster für ein Notbett gibt es hier sogar, also dass man zu dritt fahren kann. Dann hat das hier ein richtig gutes Komfortpaket. Das kostet hier schon allein 5.000 €. Ein Active-Paket 2.500 €. Ja, habt ihr gesehen, die Toilette ist hier drüber. Da befindet sich die Kassette. Hier haben wir eine ordentliche, vernünftige Kassette. Da ist jetzt der Schieber offen. Kriegen wir jetzt nicht rausgezogen. Im Heckbereich haben wir da oben eine schöne Rückfahrkamera, dass man gut einparken kann. Ich finde auch ein ansprechendes Design. Und hier schaut man in die Heckgarage. Das Fahrzeug ist halt unter 6 Meter. Da bleibt natürlich nicht mehr viel über, aber ich finde, das reicht noch aus, um Campingstühle, Campingtische unterzubringen. Ja, weil wir können ja auch im Heckbereich noch einen Fahrradträger anbringen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich denke mal, völlig ausreichend. Hier hinter befindet sich der Gaskasten und da haben wir die Frischwasserzufuhr und den Landstromanschluss. Ja, wie ich finde, ein ganz, ganz tolles Fahrzeug. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr immer informiert seid. Bitte die Glocke nicht vergessen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier auf der Messe in Bern. Bis bald.